Ja, herzlich willkommen und wieder sind wir bei Ark anzufinden, anzutreffen, anzufinden, was auch immer. Ja, was habe ich gemacht? Eigentlich gar nicht so viel seit der letzten Episode. Ist jetzt zwei Realtage vergangen. Ich bin jetzt hier, Moment, wo ist denn unser Vogel? Kann sein, dass der einfach nur zu weit weg ist. So, wir gehen hier. Ah, da oben ist das Viehzeug. Sehr schön. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe den Server ein bisschen laufen lassen. Dadurch haben die pumpenartig was produziert. Ich hoffe, jetzt kommt ein bisschen was an Ressourcen zusammen. Hier stapft ein Triceratops durch die Gegend. Hier schmilzt das Metall und ich denke mal, ich habe hier wieder den Herstellungsbug. Das ist nach Serverstart. Immer wieder dasselbe Spiel. Gut, so weit, so schlecht. Was zappelt da noch für ein Schwänzchen rum? Ist das hier unser Dino? Der große, ja, das ist der Dicke. Darf da auch gerne bleiben. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Eigentlich könnten wir die Pumpen gleich mal leer saugen und dann gegebenenfalls rüber auf die andere Insel transferieren. Oh, ein Holz. Und dann würde ich sagen, Hupf. War nichts mit Hupf. Doch, wir packen das Holz hier mal rein. Oh, wir haben Gammelfleisch. Lecker. So, einmal in die Cloud, einmal Metall. Aus der Pumpe war jetzt nicht wirklich erfolgreich. Und Stein. Stein auf Stein soll es sein. Wo ist die Pumpe? Guck mal, der hat schon fast 1000 gepumpt. Prima, das ziehen wir uns gleich hier auf unsere. Was ist da? Dodos und ein Triceratops. Das ziehen wir uns jetzt gleich auf unsere Insel rüber. Na, sind hier schon Steine neu entstanden? Nee. Außer Mikroplastik schwimmt hier nichts rum. Hallo Stein, 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 Holz. Nö, kriege ich nicht zu fassen. Stein, Stein und noch ein Stein. Hier, es liegt noch ein Holz. Tack, hat sich versteckt. Hier unten brauchen wir dringend eine Box, damit wir hier mal eben unsere Kiste umbauen können. Holz haben wir hier schon genug, auch ein bisschen Gammelfleisch. Herstellung auch hier, fehlen uns die Anagramme. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Was brauche ich denn, um eine Box zu bauen? Hier Herstellung, Box, also den großen Schrank. Das ist eher hier Storage Box. Fasern, Holz und Stroh. Können wir eigentlich mal irgendwo aus den Büschen kratzen? Das machen wir auch mal fix. Ach ja, ich habe ja meine stylische Mütze auf. Wenn ich damit schwimmen gehe, denken alle, da kommt der blaue Hai. Okay. So, was habe ich gesagt? Fasern. Keine Ahnung, da machen wir mal 50 von jedem. Hat er das jetzt genommen? Holz und Stroh. Holz. Mehr Eco-Garden-Dekor. Mein Floß hat auch noch hier. Dann gib mir mal die 11 her hier. Und Stroh. Ich und mein Stroh. Ja, dann ziehen wir uns das mal hiervon. Wir gucken mal, ob das reicht. Box. Nö.
50 Holz und 35 Stroh. Perfekt, ja. Also, Holz, wir ziehen uns einfach mal aus der Gartendekor. Nehmen wir mal 50 Holz hier raus. Ich habe keine Lust, das jetzt umzurechnen. Und Stroh waren 35, dann nehmen wir mal 35. Transfer, so. Dann bauen wir uns schnell die Kiste hier. Packen uns die hier irgendwo in die Schnellstartleiste. Kommen wir hier wieder hoch? Nö. Ups, doch. Hier unten wäre eine Tür schön. So, und das Ding, das setzen wir mal direkt hier neben. Schritt für Schritt für Schritt zurück. Damit ist das Ding direkt dran. Dadurch, dass ich den Tisch ja sowieso nochmal neu setzen will, kann ich den eigentlich auch woanders hinsetzen. Ich hätte auch den Schrank ein Stückchen weiter setzen müssen. Ups. Ja, dann machen wir einfach mal die Bench. Die Buggy Bench. Ich liebe sie trotzdem. Ich mag sie nicht. Auf sie verzichten. Soweit, so gut. So, die Pfeilchen hätte ich gerne einmal zurück. Man weiß ja nie, wenn man unterwegs ist. Und weiter geht's mit Bauen. Ich habe noch den Kamin am Mann. Den kann ich erstmal hier lassen. Den auch. Steine. Wir ziehen erstmal alles aus der Floßbox. Stein auf Stein. Eco hat auch Stein, die ziehen wir mal mit hier rein. Und das Metall ziehen wir uns auch aus der Floßbox hier rein, damit wir ordentlich ein bisschen was hier zum Herstellen haben. Ja, die Frage ist, was wollen wir herstellen? Ich hatte ja überlegt, den Kamin zu setzen hier irgendwo hin. Aber das ist so keine gute Idee. Das heißt, ich könnte das nachher hier hinpacken. Hier an der Seite, wo ich Lust gehabt hätte, den Kamin zu setzen, könnte ich ihn trotzdem setzen, weil ich hier einfach mal das Bett aufhebe. Ich muss ja nicht zwingend da schlafen. Ich kann ja auch hier schlafen. Und wenn man dann aufwacht, kann man schön aus dem Fenster gucken. Guck, guck. Perfekt. Ja, hier bauen wir uns noch eine Tür rein. Diesmal eine etwas schmalere Tür. Ich glaube, daran ist es letztes Mal auch gescheitert. Strukturen. Wände. So, das gibt hier so eine kleine Tür. Das gibt hier auch... Ich nehme mal diese tolle Schlafzimmertür. Davon haben wir jetzt zwei. Sehr schön. Nicht, dass ich die hätte haben wollen, aber sehr schön, ja. Den nehmen wir auch nochmal mit, weil den setzen wir gleich. Ja, und das Ganze natürlich auch mit Tür, damit man
Da nicht, ich weiß nicht, wenn man ins Bettchen geht, da nicht mit runtergelassener Hose erwischt wird. So, komm, zack, das geht da mit rein. Ein bisschen Privatsphäre im Schlafzimmer kann nicht schaden. So, dann setzen wir, na, du Kleine, dann setzen wir hier mal das gute Stück hier rein. Damit haben wir hier eine schöne Tür. Hier nicht. Ich könnte auf der anderen Seite Schlöfchen machen. Egal. Tür setzen. 7. Und auch die Tür wird wieder disabled zum Öffnen. Und ich packe auch die hier in Obsidian, weil hier kann man es gleich schön sehen. Ich finde, das sieht eigentlich ganz knuffig aus. Schöne Obsidian-Tür. Ja, das gute Stück. Ja, mit meiner Mütze passe ich auch so gerade durch. Da kann man sich dann schon mal Kopf stoßen an dem Ding. So, jetzt setzen wir hier mal den Kamin hin. Schließlich wollen wir ja auch in Zukunft noch ein paar Sachen essen. Und jetzt kann man nämlich ein Stockwerk höher sehen, dass hier der Kamin nämlich rausguckt. So. Und hier können wir nachher ein schräges Dach drauf packen. Im Prinzip könnte ich. Mache ich hier eine Rundung drauf? Ich bin etwas unentschieden, was die Struktur hier oben angeht. Allerdings könnte ich hier tatsächlich. Ich werde hier mal einen Roof draufsetzen, eine Schräge machen. Ich muss das ja nicht überall. Zumindest zweimal Dachschräge bauen. Herstellung. Strukturen und dann RV Roof. Rohre, Dach. So. Eins, zwei. Hiervon kann ich auch einsetzen. Dann mache ich hiervon noch einen dritten. Die packen wir mal rüber. Und hier packen wir mal. Ach genau, ich brauche noch eine schräge Wand, Wände. Und zwar so eine. Die muss sein. Und dann wollen wir hier mal ein halbes Dach übers Bett bauen. Taste 7. Inventory. Dann packen wir das und das hier hin. Dann die 6. Mit E wird gespiegelt. Ja, da kann er das nicht sehen. No. So, mit der 6. 5. Mit der 5 setzen wir jetzt hier unser halbrundes Dach drauf. Und hier setzen wir mit der 5, nee, 6 das andere Dach drauf. Ja, und hier guckt jetzt der Schornstein durchs Dach durch und das sieht von draußen eigentlich recht natürlich aus. Kann man noch ein bisschen mehr nachher was Gemütliches hinzaubern. Und hier müsste ich auch noch so eine Dachschräge einbauen. Gehen wir noch mal wieder auf die Herstellung, auf Wall, Strukturen, Wall. Another brick in the wall. Setzen wir noch das andere Eckstück rein. Ja, im Prinzip sehr schön. Genau, das lassen wir so. Na, da hinten geht ein Strahl runter.
Hier werden wir auch noch weiter bauen. Ich würde nachher hier gerne noch ein Fenster reinsetzen. Weil ich das einfach cool fände. Da machen wir noch die Wand hin. Ja, und hier setzen wir ein Einzelfenster hin. Das ist okay. Gehen wir hier noch mal ran. Tap, 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 tap. Die Foundation nehme ich noch mal mit. Die Tür brauche ich nicht mehr. Herstellung, Strukturen. Was wollte ich haben? Fenster, Window. Und dann nehmen wir hier von den Landsets. Was fehlt mir denn? Kristall. Haben wir aber auf der anderen Seite ganz, ganz viel. Reicht das hier schon? Kann ich das von hier aus ziehen? Kristall. Ja, ich komme da bis rüber. Dann schnappen wir uns noch mal alles. Das hat schon gereicht. Rein das Ding. So, nochmal Strukturen, Windows, die Landsets. Und ein langweiliges kleines Single-Fenster hätten wir gerne. Perfekt. So, hier geht's die Treppe hoch, hier geht's zum Schlafzimmer. Da ist die Wand. Jetzt ist das Fenster drin. Ein schönes Bleiglasfenster. Finde ich schön, ich mag das. Prima. Hier können wir nachher noch eine Kiste daneben setzen. So als Nachtschränkchen. Das könnte alles passen. So, ich hatte noch eine Foundation mitgenommen, ich erinnere mich. Zack, die nehmen wir mal, die setzen wir mal hier hinten hin. Und setzen da noch eine Wand hin. Ja, nachher setzen wir hier oben noch eine Foundation und dann schließen wir das hier mit der Ecke ab. Sollte passen. Und eventuell können wir nachher hier oben noch das ein oder andere Fenster hinsetzen. Das wird doch bestimmt ganz schnuffig, oder nicht? Gut, dann würde ich sagen, packe ich das hier erstmal wieder zurück. Ich muss ja nicht alles mit mir rumschleppen. Hoppala. Mein Mikro knarrt ein bisschen. Au. Entschuldigung. Tja, wird auch mal Zeit für ein neues Headset. Gut. Das Gammelfleisch, nehme ich das mit rüber? Ja, das tue ich. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal wieder ein bisschen auf Achse. Weil ich, ja, Polymer brauche ich nicht mehr. Ich könnte aber noch den einen oder anderen Teleporter setzen. Und gucken, ob ich noch ein paar Tech-Saurier finde, weil ich brauche noch Öl. Ich muss ja auch noch eine Ölpumpe bauen. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon bauen kann. Dodo. Zirp, zirp. Ja. Quietsch du mal, Nippon. Was kann ich dir da mal Gutes zu? Und Gesundheit könntest du mehr gebrauchen. 2000. Gammelfleisch hast du auch an Bord. Perfekt. Ja, ich schmeiß das erstmal hier rein. Ich kann hier sowieso im Moment nicht viel machen. Narkobärchen habe ich auch nicht genug. Herstellen. Pump. Zeigt er mir nichts an, weil auch diese Kiste muss ich einmal setzen. Aber wir machen mal Folgendes. Ich filter hier mal alles das raus, was hier nicht reingehört. Das ist zum Beispiel Betäubungspfeil. Das ist doch, glaube ich, der Bauplan. Den können wir mal rausschmeißen, weil den kann ich sowieso. Bluttransfusion brauche ich auch nicht, damit kann ich nichts bauen. Achso, wir haben sogar schon vier.
von den Dingern. Okay, Bola brauche ich nicht. Rüstungen brauche ich nicht. Hier die tollen Schlafsäcke brauche ich nicht. Lagerfeuer brauche ich nicht. Waffen brauche ich nicht. Die Pfeile lassen wir erstmal drin. Das Polymer, das würde ich zu gerne erst umwandeln, bevor sich das alles in Wohlgefallen auflöst. Ich könnte auch die ganzen Pflanzensamen hier mal rausnehmen. Braucht kein Mensch. Noch nicht. Ja, Stimberries brauche ich eigentlich auch nicht. Pfeile packe ich erstmal hier rein, weil ich habe ja vor, den ganzen Kram gleich ein bisschen zu transferieren. Hier gibt es noch tolle Handschuhe aus Bindegewebe. Modell Tutanchamun. Hier sind noch ein paar Samen. Noch mehr Samen. Und Narkosamen. Jetzt wird es langsam übersichtlich hier in der Kiste. So. Was passiert, wenn ich den ganzen Kram hier rüber transferiere? Ist nicht genug Platz. Was kann ich denn da mal rausklauen, was nicht nötig ist? Ach. Pack den Beutel hier rein und pack die Sachen hier rein. Oh, Kisten vom Fenster. Nicht mehr im Inventar. So, und jetzt, wie ich sehe, also hier sind noch ein paar Sachen kaputt, aber die anderen Sachen sind nicht kaputt. Dann muss das tatsächlich durch den blöden Brontosaurier gekommen sein vor ein paar Episoden, der hier am Rumtrampeln war, dass das hier alles Schaden genommen hat. Freches Vieh. Die Sichel, die muss auch nicht hier drin sein. Pfeile. Ich brauche keine 200 Pfeile mitzunehmen. Narko-Pfeile sind okay. Ja toll, jetzt habe ich den ganzen Kram hier eingesackt. Ach, pass auf, wir schmeißen die ganzen Dinger raus. Schmeißen hier die Sichel rein. Die Samen versenken wir gleich im Teich. Das mag jetzt nicht der Teich sein, aber... So, Inventory und die Taste O drücken. Weg, 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 weg. Da kullern die Sachen nach unten. Da liegen sie. Ja, das ist Müllentsorgung. Auf althergebrachte Art und Weise. So, was sagt denn hier überhaupt unser Teil? Wir können den mal stoppen, weil kein Metall mehr drin ist. Das Holz können wir uns ja sparen, wenn hier nichts zum Schmelzen ist. Ja, dann würde ich mal sagen, packen wir das Ding kurz hier rein. Ich würde sagen, wir satteln den Adler. Ach nee, ich wollte doch gucken, was die Pumpe braucht. Pump up the volume. Welchen Level habe ich? Ah, ich glaube, ich kann ihn noch gar nicht bauen, ne? Es ist wieder ein paar Tage her. Ich kann mich nicht erinnern. Obsidian-Pumpe. Hm. Die braucht Öl, wenn auch nicht viel.
die Kristallpumpe braucht Kristalle. Das ist aber nicht schlimm. 400 Kristalle kriege ich schnell zusammen. Metallbarren 500. 130 haben wir. Wo sind denn die anderen alle geblieben? Habe ich die schon aufgebraucht? Wäre schon cool, wenn wir noch Metall hätten, ne? Erstmal anhitschen wir dich. Achso, vielleicht können wir mal gucken, was unsere Hanna hier im Level up hat. 4. Dann geben wir dir noch ein bisschen Ausdauer und klauen dir mal das Gammelfleisch. So, rein damit. Ja, der Adler ist befreit. Dann würde ich sagen, machen wir uns nochmal auf den Weg. Schön mit der stylischen Mütze. Dilos am Strand. Ja, wir werden mal Folgendes machen. Ich bin ja jetzt nicht bescheuert und werde den ganzen Weg fliegen. Wo wir doch jetzt unseren tollen Teleporter haben. Wir werden uns mal zum zu einem von den beiden. Ach, ich nehme den hier. Ich hoffe, das ist der blaue. Kuckuck. Das sieht gut aus. Das war jetzt nur geraten, sieht aber gut aus. Weil wir hier mit ganz viel Glück doch noch den ein oder anderen Trilo finden können. Der sich vielleicht hier irgendwie am Strand verirrt hat. Trilobit. Oder ein kleiner Techpara. Nee, ist Natur. Ja, aber durch den Teleporter ist das Reisen auf der Insel wesentlich angenehmer. Wir gucken uns mal um hier. Ein Blick in die Sonne. Ich glaube, das hier unter dieser Steinkuppel ist der Spawnpunkt, wenn man hier oben im Nordwesten spawnt. Ist eigentlich eine coole Ecke hier. Kann eigentlich viel passieren. Sieht eigentlich alles friedlich aus. Ja, und eine Abbruchkante, die dann gleich in die Tiefsee führt. Dann fliegen wir mal zur Viking Bay. Da hinten sehe ich einen roten Strahl. In der Regel ist es hier eigentlich angenehm harmlos an der Ecke hier. Was allerdings nicht heißen soll, dass hier nicht doch ab und an Gefahren sind. Ich bin hier auch schon mal von einem T-Rex überrascht worden. Der irgendwie den Hang heruntergekullert war. Zufällig ein paar Trilobiten für mich. Nö. So,
So, mal gucken, ob er uns gleich anzeigt, was in der Kapsel ist. Bauplan für den Sattel. Ne, den brauchen wir nicht. Baupläne habe ich ja durch das Leveln freigeschaltet. Ist das da unten ein Kristall? Das muss man sich merken. Hier bei dem alten Götzen ist ist Kristall zu finden. Guck an. Stell dich so an. Das finde ich ja cool. Das merke ich mir mal. So, komme ich da wieder hoch? Nö. Doch, vielleicht. Tam, 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 trampel, trampel, trampel. Es gibt immer wieder interessante kleine Dinge, die man hier wiederfinden kann. Da gibt's Kristall. Was ich auch total schnuffig finde, ist, da hinten liegt ja jetzt dieser Götzenkopf im Wasser. Und hier oben kann man richtig sehen, wie er offensichtlich aus dem Hang rausgerollt ist und hier runtergefallen ist. Das haben die Macher der Map hier echt cool gemacht. Roll, 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 und da unten ist er liegen geblieben. Ja, schön, aber keine Trilobiten. Wenn es wenigstens ein paar andere Dinos gäbe, die zuverlässig Öl droppen. Hat mein Vogel Essen? Ja, hat er. Ihm geht's gut. So. Gibt's hier sonst noch irgendwie Kristall? Ne? Manchmal hat man ja mal Glück, so wie eben. Gut, dann gönnen wir uns nochmal wieder den Weg zum Strand, in der Hoffnung, irgendwo auf so einen kleinen öligen Trilobiten zu stoßen. Hier auf der Plattform kann man auch sehr schön siedeln. Man muss dann zwar seinen ganzen Kram manuell hierher holen, aber hier oben ist es relativ sicher, weil hier kommt irgendwie auch nichts hin. Selbst ein T-Rex würde hier unten an der Steilküste erstmal stranden. Und hier über die Rampe kommt man entspannt nach unten. So, dann fliegen wir hier mal am Strand entlang. Immer in der Hoffnung, irgendwas Öliges zu finden. Ja, da unten sehe ich Trilobiten. Level 26, schön im Wasser. So tief können die aber gar nicht tauchen. Ah, was ein Kreischer. Ja, das ist der Nachteil bei dem Argentavis. Der ist hier immer am Kreischen. Geht das nicht leise?
Haben wir irgendwas Techiges? Allosaurier. Ach, guck. Ja, wie man da vorne sieht, eigentlich ist hier unten Anfängerzone, aber dadurch, dass ja die Viecher auch wandern, so wie er hier wandert über den Stein, kommt es auch immer wieder vor, dass mal eben so ein Rudel Allosaurier sich auch ins Stadtgebiet verirrt. Und wenn man dann hier als kleiner primitiver Speerträger von dem Viehzeug überrascht wird, dann ist das Spiel auch ganz schnell wieder, ich will nicht sagen zu Ende, aber der Frustfaktor ist recht hoch. So, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen Metall zu bekommen. Beziehungsweise, ne, eigentlich läuft das ja im Hintergrund. Metall, ja, ne, Ölpumpe. Ich kann sie eh noch nicht bauen, aber ich möchte möglichst so viel Öl wie möglich haben. Hier am Strand entlang. Das Raptoren? Nee, das sind die Lophosaurier. Mit was quält ihr euch denn darum? Ach so. Der sitzt am Strand. So, Mädel, schenk mir doch mal ein paar Trilobiten. Nee. Hier in dieser Region lassen sich auch gut Perlen farmen. Die sind hier schön unter Wasser in dieser Lagune zu finden. Bei Nacht sehr viel leichter zu finden, weil sie leuchten. Hier unter uns sieht man schon welche. Zwei Perlen vorkommen. Hier hat sich einer von diesen, ja, wie heißen die, Basilosaurus, das sind diese, ja, andere nennen sie immer die Wale. Sind immer im Gefolge von den Rochen, von den kleinen Stingrays, hätte ich fast gesagt. Das sind ja keine Stachelrochen. Was schwimmt da? Ein Pelagornis, eine alte Klaumöwe. Nee, Pelagornis? Das sind doch die großen. Ichthyornis sind die kleinen Klaumöwen. Und breit keine Trilobiten. Ist wahrscheinlich auch schon zu spät. Aber da wenigstens mal ein Tag. Tag. Schönes Teil, ganz in Silberblau. 40 Altmetall, 37 Öl. Das macht Spaß. Das gefällt mir. Davon jetzt bitte ein ganzes Rudel. So, den lassen wir in Ruhe. Der ist harmlos. Der ist organisch.
Ja, die Insel im Fluge zu umrunden, ist eigentlich auch was für Leute, die sehr viel Langeweile haben. Aber ich kann versprechen, dass die Heimreise extrem schnell gehen wird. Na, kleiner T-Rex. Den hätte ich aber auch in Tech genommen. Ich kann da ja mal hochfliegen. Gucken, ob wir ihn den Hang runterlocken können. Jetzt hat er uns entdeckt. Nee, ne komm. Trau dich. Ja, sehr schön. Und da du so herrlich den Hang runtergekullert bist, werde ich ihn wieder rauffliegen. Da hat er mich doch gezwickt. Was haben wir hier rechts? Eine Miezekatze. Säbelzahnkatze. Ist nichts. Raptoren? Ist da ein Tech-Raptor bei? Oder da unten ist, glaube ich, Para 10? Nee, der Raptor 3, Raptor 19. Argentavis, noch ein Argentavis, alles Artgenossen. Ja, das ist ja nicht, dass es hier kein Leben gibt. Aber das Viehzeug hilft mir nicht viel. Der Adler ist im Level aufgestiegen. Ich freue mich. Schöner wäre es aber, wenn ich irgendwo einen Rudel Techsaurier fände. Hier vorne sehe ich noch ein paar Raptoren. Dann halten wir hier mal auf der Klippe und gucken mal entspannt darunter, ob da ein Techie bei ist. Raptor 4, Raptor 18, Raptor 9, Raptor 17. Ja, die haben sich entschieden, nicht aus Metall zu sein. Gut, jetzt kriegt erstmal unser Adler noch mal ein bisschen Damage. Kann man nie genug haben mit einem Jagdflug, Saurier, Vogel, whatever. Raptor, T-Rex. Ein verträumter T-Rex. Ich könnte hier vorne bei dem Biber noch Zement klauen.
Das könnte ich definitiv noch machen, weil davon brauchen wir noch was. Ja, niedliche kleine Biber da unten. Und nicht wenige. Sollte man da ins Wasser fallen und zufällig mal den Bau aufmachen, hat man eine Menge neuer Freunde, die einen alle zum Fressen gern haben. Ja, gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwo was finden zum Plündern. Sehe ich jetzt keinen Biberbau? Biber. Biberbauten. Was ich machen könnte, einen Biber ärgern. Mit. Na komm her. So, ich mache die beiden mal hier miteinander bekannt. Ein schnuffiger Raptor. Was ist denn da in dem Bau überhaupt drin? 167 Zement, ja. Jetzt muss ich nur schnell sein. Komm. Alles übertragen. Das wird jetzt nicht ungefährlich.
Palau Forest. Ich hoffe, die kommen hier nicht hoch. Doch. Das ist nicht schlecht. So, unser erster Tod. Das merken wir uns aber mal. Das ist eigentlich relativ... So, 9 Überlebenden erstellen. Nein, wollen wir natürlich nicht. Wir gehen zu unserem Bettchen. Ja. Oh, mir tut der Kopf weh. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut und machen in der nächsten Folge weiter, indem wir unseren Kadaver wiederholen. Und vor allem unseren Vogel. Wie bescheiden. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Na gut, ich würde sagen, wir machen ein Päuschen und dann schalten wir gleich wieder rein.